Hallo, ich freue mich, dass du auch heute wieder da bist. Ich möchte dir in diesem Video mal wieder zeigen, wie du aus deinen Sachen, die du im Kleiderschrank hast, etwas Besonderes machst. Einen kleinen Hingucker. Schmeiß die Sachen nicht mehr weg. Geh an den Schrank und guck, was du nicht mehr anziehst. Und hau das nicht mehr in die Kleiderspende, ohne darüber nachzudenken, ob du irgendwas Besonderes daraus machen kannst. Du wirst das, was du besitzt, mit ganz anderen Augen sehen. Es ist etwas Besonderes, genau wie du. Zieh dich einfach mit Freude an. Mach dir die Kombination für deinen Kleiderschrank fertig und hau alles raus, was du sowieso nicht mehr anziehst. Genieße einfach den Tag, in dem du morgens schon vor dem Kleiderschrank stehst und sagst, wow, toll, ich ziehe mich gerne an und nicht so, ach, ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Wir haben genug, wir müssen nur etwas draus machen. Ich zeige dir heute in diesem Video meine Ideen, die du dann hoffentlich kopierst und selbst etwas machst. Ich habe es dir angezogen, damit du es erstmal siehst. Zieh es dann aus, erklärst dir Schritt für Schritt und dann gehst du in den Schrank und guckst mal, was du da drin hast. Okay? So, schaut mal. Ich habe jetzt, wir haben schon ganz viele Kombinationen gemacht mit Schuhen und Handtaschen. Jetzt haben wir mal einmal Rock und Jacke gemacht und einmal eine Jacke mit einer Hose. Okay, ich zeige es euch von vorne und von hinten, dass ihr erstmal mal seht, wie es aussieht. Schaut mal, wir haben es einfach zusammen kombiniert. Seht ihr? So sieht es aus. Ich zeige euch jetzt, wie es funktioniert. Und stelle euch dann auch nochmal das andere Modell vor. Ich ziehe es auch mal kurz über. Die Hose kann ich jetzt nicht überziehen, weil müsste ich mich jetzt extra entkleiden. Schaut mal. Wir haben sowas mit einer passenden Hose dazu. Der Burner, oder? So, einfach ein weißes T-Shirt, weiße hohe Pumps dazu. Sieht einfach mal Hammer aus. So, erkläre ich euch auch gleich noch. Wir kommen erstmal zum ersten Modell. Was braucht ihr? Geht an euren Schrank, holt euch die Jeansjacken, Jeansröcke, Hosen, egal was raus. Was ihr nicht mehr anziehen wolltet. So. Und jetzt fangen wir an, daraus einen Hingucker zu machen. Was haben wir gemacht? So, fangen wir mit der Jeansjacke an. Jeansrock ist dann eigentlich dasselbe. Nehmt die Jeansjacke. Sucht eure Tücher aus dem Schrank. Ihr habt sowas, schaut mal, irgend sowas Buntes mit vielen Motiven. Ihr habt hier so viele Ornamente drin, die ihr danach nehmen könnt, die ihr im Ganzen besetzt oder die Teile wirklich so wie hier, schaut mal, so eine Blume ausschneiden und dann raufsetzen. Und ich zeige euch jetzt ein Wie. So. Ihr könnt es im Ganzen reinsetzen, indem ihr den Stoff, da wo ihr den hinhaben möchtet, euch ansteckt, abschneidet, dann nicht verketten, sondern mit einem Feuerzeug vorsichtig die Nähte abbrennen. Geht ganz vorsichtig lang und macht wirklich nur die Fädchen, die rausstehen, ab und werdet sehen, dass ihr so einen festen Rand habt. Ihr braucht also weder Accessoires noch kaufen, noch braucht ihr hier irgendwas verketteln. Alles, was wir machen, ist ohne Nähmaschine. Es ist absolute Handarbeit. So, das heißt, wenn ihr das abgebrannt habt, schlagt ihr das ein ganz kleines Stück um, heftet euch das mit einem Faden, den ihr gut seht, einfach nur grob an, damit ihr die Nadeln loswerdet. Ihr bleibt sonst nachher drin hängen. Okay. Abgebrannt, jetzt muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen. So. Okay, und dann, wenn ihr das angeheftet habt, braucht ihr das nicht fein säuberlich annähen, sondern ihr nehmt euch, so wie ich habe hier rosa genommen, eure Garne, Wolle, egal was, ja, und näht. Super, also wie macht ihr das? Super einfach, ihr habt eure bunten Tücher, habt euch eure Applikationen ausgeschnitten, aber ihr könnt auch ganze Teile, schaut mal, ich habe das hier oben gemacht, ich habe ein ganzes Teil eingesetzt. Wo ihr das einsetzt, ob jetzt nur hier oben in dem Teil, ob ihr das in die Mitte reinsetzt, ob ihr das an die Seite setzt, euch überlassen. So, was ihr macht,
Ihr legt euch den Stoff da, wo ihr den hin haben wollt, in das Quadrat rein. Ihr fühlt ja die Naht darunter. Da steckt ihr euch das an. 1 cm neben der Nadel schneidet ihr den Stoff dann ab. Ihr braucht den nicht zu verketteln, so wie der an der Jacke dran ist. Ich mache mal jetzt einfach hier ein Stück ran, damit ihr das mal seht. Und das abgeschnitten habt, nehmt ihr euch diesen Streifen, nicht ketteln. Ganz vorsichtig, ihr seht ja die Fäden, da wo ihr abgeschnitten habt. Und ihr geht ganz vorsichtig mit dem Feuerzeug da lang. Ihr werdet sehen, dass sich eine feste Naht bildet, eine Brandnaht. Und die franzt dann auch nicht mehr aus. Okay, wenn ihr das habt, schlagt ihr das Stück ein bis zur Naht, die ihr ja als Vorgabe habt. Ihr habt überall die Nähte. So, da steckt ihr euch das, ihr habt sie schon angesteckt, Entschuldigung, nehmt ihr euch Nadel und Faden und heftet es ganz grob am Rand lang, da wo ihr nachher auch näht. Nehmt euch irgendeinen Faden, ihr zieht den nachher wieder raus, das muss nicht ordentlich aussehen, es ist nur damit es fest ist und damit die Nadeln rauskommen. Ihr bleibt nachher an den Nadeln hängen und werdet wahnsinnig. Also heftet es einfach an, macht alle Nadeln raus. Und wenn ihr den Stoff dran habt, geht ihr so, wie ich das gemacht habe. Nicht fein rannähen, sondern einfach mit einem Kreuzstich. Nehmt euch eure Garne. Mit einem Kreuzstich einmal hoch, einmal runter, habt ihr eine super Ziernaht und könnt das noch super bunt machen. Schaut mal, hier haben wir es genauso gemacht. Wir sind nur an der Naht nah angegangen und haben es rangenäht mit einem bunten Faden. So, hier habe ich jetzt Applikationen verwendet, das heißt, die Sachen, die ihr euch vorher ausgeschnitten habt, die brennt ihr genauso ringsrum ab, damit sie nicht ausfransen. Setzt sie euch, wo ihr möchtet, drauf. Auch wieder anstecken und mit einem bunten Garn mit der Hand einmal drumherum nähen. Seht ihr, wir haben das hier genauso gemacht. Wir haben alles mit der Hand drauf genäht. So, dadurch habt ihr ganz viel Applikationen und könnt die da einsetzen, wo ihr möchtet. Schaut mal, egal in welcher Größe. Wir haben ja einfach noch mit ein bisschen Garn, das wir eh schon hatten, so eine Kringel reingemacht. Müsst ihr nicht, ist aber eine tolle Idee. Schaut mal hier vorne auch, hier haben wir einfach noch runtergenäht, haben uns was vorgemalt mit dem Kugelschreiber, haben noch ein Herzchen dran gemacht. Ist auch eine witzige Idee. Schaut mal, und ganz viele bunte Garne. Alle Reste, die ihr zu Hause habt, hebt die auf. Ihr braucht ganz wenig für so eine Naht. Und habt schön kunterbunt. Ja? So, hier haben wir noch, so als kleines i-Tüpfelchen, haben wir unsere ganzen bunten Knöpfe aus dem Schrank rausgesucht. Und haben die einfach wahllos auf den Kragen angebracht. Wenn ihr eure Sachen aussortiert, macht alle Knöpfe ab. Irgendwann könnt ihr die mal gebrauchen. Wenn ihr mal in den Knopfladen geht und mal seht, was ein Knopf kostet, werdet ihr euch wundern. Also schmeißt nichts mehr weg. Ihr habt eine richtige kleine Schatzkiste, wenn ihr euren Kleiderschrank aussortiert habt. So, also die Knöpfe können auch noch verwendet werden. Schaut mal, und dann haben wir uns den Rock genauso gemacht. Haben auch wieder Applikationen drauf gemacht. Haben diese Ziernähte eingefügt und haben einfach unten noch von der Spitze, die wir abgetrennt haben von einer anderen Bluse, die unten rangesetzt. Einfach innen drin angeheftet und außen nochmal mit unserem Zierstich versehen. Guckt mal, sieht nochmal extra top aus. Und ihr könnt die Röcke dann auch ein bisschen länger machen. Ihr könnt ja die Spitze so lang machen, wie es euch gerade gefällt. Sucht euch einfach raus, ihr habt's da. So, hinten genau dasselbe. Seht ihr? Einfach nur was vorgemalt und mit diesem bunten Garn ausgestickt. Sieht toll aus. So, und das zweite, das war eine Mammutarbeit, aber wenn ihr das machen möchtet, hier haben wir Omas alte Gardinen genommen. Schaut mal, die haben so tolle Designs noch im Schrank. Die können alle verarbeitet werden, die machen sich die sowieso nicht mehr ran. Wer hängt denn heute noch über Gardinen? Kein Mensch, aber das ist so toller, stabiler Stoff. So, und da haben wir jetzt wirklich mal hier wieder genau dasselbe System, allerdings ohne Ziernähte. Wieder das Mittelteil eingesetzt, haben die Ärmeleinsätze, da habt ihr ja auch wieder die Nähte eingesetzt und halt vorne klassisch den Kragen und diese Teile. So, und dazu passend haben wir dann einfach die Jeans genommen und haben
die einzelnen Teile der Jeans mit der Hand drauf genäht. Schaut mal. Ist doch mal eine ganz andere Jeans. Und die passt super zu eurer Jacke. Nehmt nur Jeans und probiert es einfach mal. Ihr habt alle Teile vorgegeben. Legt euch den Stoff gerade rauf, steckt den an, heftet es und näht es. Wenn es nichts wird, trennt es wieder ab, ihr es handgenäht. Und näht es nochmal so lange, bis es wirklich so sitzt, dass keine Falten entstehen. Schaut es euch an. Ihr braucht auch nicht alles zu machen. Vielleicht macht ihr nur die Taschenpatten. Vielleicht macht ihr nur hier eine Deko an der Tasche. Wie ihr möchtet. Wir haben hier echt mal probiert, eine ganze Jeans von oben bis unten durchzunähen. Die war also ganz normal hellblau. So. Ich hoffe, ich habe euch ein paar neue Ideen gegeben. Ihr könnt die Sachen, die haben wir jetzt wirklich nur für diesen Kurs gemacht, die beiden Kombis, gerne bei mir bestellen. Ihr könnt sie euch nochmal angucken. Die werden also alle nochmal fotografiert von meiner Tochter und sind bei Instagram drin. Da könnt ihr euch das alles nochmal ranzoomen. Alles, was ich euch erklärt habe, könnt ihr euch nochmal ranziehen und nochmal wirklich gucken, wie wir das gemacht haben. Und das dann kopieren. Wenn ihr es nicht kopieren möchtet und so wie es es haben möchtet, könnt ihr es gerne bei mir bestellen. Entweder bei Instagram oder telefonisch. Die Telefonnummer ist unten verlinkt für die, die schon ein bisschen älter sind, die nicht bei Instagram sind. Die können mich gerne anrufen, können sagen, was sie haben möchten und wir kommunizieren dann einfach über das Telefon. Ihr könnt es für euch selber machen und wenn ihr möchtet, als Geschenk. Verschenkt solche Sachen. Die Leute haben schon alles, aber über sowas freuen die sich immer. Auch die Kinder. Macht es vielleicht für die Kinder. So, abonniert den Kanal, schaut euch die neuen Ideen an. Vielleicht gefällt euch nicht unbedingt die Jeans, sondern irgendwas anderes. Wir machen alles, so wie ihr im Hintergrund seht. Wir machen Schuhe, wir machen Handtaschen, wir machen Wintermäntel, wir machen Blazer, wir machen alles. Sucht euch das aus, was euch gefällt und versucht es nachzuarbeiten. Es ist wirklich so einfach. Es kann jeder, auch ihr. Die einzelnen Schritte sind nochmal auf einem extra Video erklärt. Das heißt, was bedeutet zuschneiden, was bedeutet Handheften, abbrennen, heften und dann Kreuzstich arbeiten. Es ist einfach. Es sind immer 5 Schritte. Es sind immer dieselben bei allen Modellen, die wir machen. Einfach, werdet ihr sehen, habe ich ganz langsam erklärt. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr abonniert den Kanal, schickt ihn an eure Freunde, trefft euch mit euren Freunden, setzt euch zusammen. Jeder hat seine eigene kleine Kiste mit Materialien. Die könnt ihr austauschen, könnt sitzen und könnt es zusammen machen. Und ihr werdet sehen, ihr werdet Spaß haben. Und ihr seht euch endlich mal. Man trifft sich viel zu selten. Ich wünsche euch super viel Spaß. Macht's nach. Sortiert eure Sachen aus und schmeißt sie nicht mehr weg. Und habt was Tolles. Bis dann. Tschüss.